Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Viele Gärtner leiden ja im Jahr unter vielen Schädlingen im Garten. Und manchmal nerven auch Nützlinge, wie zum Beispiel Schwebfliegen. Die machten so manchem Urlauber und Gärtner in diesem Jahr doch sehr, sehr zu schaffen. Viele Ostseeurlauber kehrten in diesem Jahr mit ganz anderen Ferienbildern zurück als sonst. Statt Strand und Meer Schwebfliegen in jeder Farbe und Größe. Ob im Saft paddelnd, auf Törtchen naschend oder sonnenbadend auf der nackten Haut. In diesem Sommer wurde man sie einfach nicht los. Und das nicht nur am Meer, sondern auch in den Gärten. Besonders auf Doldenblütlern tummelten sich in diesem Juli weit mehr Schwebfliegen als sonst. Die schwarz-gelb gestreiften Fliegen sehen zwar gefährlich aus, sind aber völlig harmlos. Sie gelten sogar als Nützlinge, denn die Larven einiger Arten fressen Blattläuse. Und genau diese blattlausfressenden Arten wurden in diesem Jahr zur Plage. Denn das warme, feuchte Frühjahr bot gute Startbedingungen für die Läuse, die schon im April große Kolonien bildeten. Der optimale Platz für ein paar winzige Schwebfliegeneier. Aus denen schlüpften gefräßige Larven. Bis zu 100 Blattläuse pro Tag kann eine solche Larve fressen, mehrere hundert in ihrem ganzen Leben. Mit den spitzen Kiefern sticht sie die Läuse an und saugt sie dann langsam aus. Kaum eine Larve musste in diesem Frühjahr Hunger leiden. Dementsprechend viele konnten sich verpuppen und führten schließlich zur Schwebfliegenplage. Für einige Geschöpfe wurde diese Plage jedoch zum Segen. Die Mehlschwalben beispielsweise konnten noch im August eine Brut aufziehen. Und die fleischfressenden Sarazenien auf einigen Balkons mussten sogar kurzzeitig wegen Überfüllung schließen. Jeder einzelne Blattschlauch war bis oben hin mit vergammelnden Fliegenleichen gefüllt. Der strenge Geruch lockte immer weitere Schwebfliegen an, die aber zu ihrem Glück nicht mehr in die Fallen hineinpassten. Schwebfliegen verdanken ihren Namen der Fähigkeit, lange Zeit auf einer Stelle in der Luft zu schweben. In Deutschland gibt es etwa 400 Arten und alle sind wichtige Bestäuber. Im Gegensatz zu den Larven ernähren sich die erwachsenen Fliegen von Nektar und Pollen oder schlecken wie hier den Honigtau von den Blättern. In unseren Gärten sieht man am häufigsten die Hainschwebfliege. Sie ist schon früh im Jahr unterwegs, denn die Weibchen überwintern südlich der Alpen und kehren im Frühjahr zurück. Hainschwebfliegen werden übrigens sogar für den Handel gezüchtet. Gärtner können ihre Larven kaufen und zur Blattlausbekämpfung zwischen die Blumen setzen. In manchen Jahren eine gute Investition, doch in diesem Sommer war das nun wirklich nicht nötig.